Ich habe gestern auch den, wie heißt er, Germanized getroffen. Der hat ja über 100.000 Abonnenten, aber der macht halt englischen Content. Deswegen wird er hier in Deutschland überhaupt nicht erkannt. Das ist ziemlich witzig. Ich bin vorhin mit dem rumgelaufen und es haben mich mehr Leute erkannt als ihn. Und das fand ich schon relativ abgespaced. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stehe hier mit dem großen und weltberühmten YouTuber. Forbidden Nickname, na gut, ganz so groß bist du noch nicht. Nee. Aber du verteilst Flyer jeden Tag, weil du Flyer verteilen so gerne magst. Das ist vollkommen richtig. Ich kann dir auch gerne noch einen geben. Ich habe noch ganz viele da. Ja, unbedingt. Ansonsten so als eher kleinerer YouTuber. Du liegst jetzt bei 4.000 ungefähr? 1.800 ungefähr. Okay. Bisschen so mehr wird es noch langsam, aber... Funktioniert also mit den Flyern ganz offensichtlich. Ja, Flyer verteilen funktioniert auf jeden Fall. Und das Interessante ist, ich habe jetzt tatsächlich auch schon Nachahmer gefunden. Es gibt andere Leute, die jetzt auch Flyer verteilen. Aber ich kann immer sagen, ich habe schon Flyer verteilt, bevor es cool war, falls es jemals cool werden sollte. Ja, du warst der Erste. Ich war der Erste. Denn du verteilst Flyer jeden Tag. Weil ich Flyer verteilen so gerne mag. Das ist vollkommen richtig. Korrekt. So als eher kleinerer YouTuber, wie ist das so, auf den Video Days zu sein? Wurdest du sehr oft erkannt irgendwie? Ich wurde tatsächlich relativ oft erkannt. Ich habe ein Zertifikat bekommen. Habe ich auch gekriegt. Ja, voll geil, gell? Ein Zertifikat. Also wir beide haben Zertifikate bekommen, dass wir von jemandem die Lieblings-YouTuber sind. Und das ist so süß, oder? Das ist so cool. Das ist richtig cool. Ich habe mich da so drüber gefreut, ja, als sie mir so ein Zertifikat in die Hand drücken. Du bist offizieller Lieblings-YouTuber von Ameise und Zwerg. Das ist einfach so niedlich. Ich finde das echt klasse. Cool. Ja. Ansonsten, ja, man wird schon erkannt, aber ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, dass ich nicht so groß bin. Ja. Denn die ganz Großen, die können sich ja gar nicht mehr frei bewegen. Die werden ja angeleint und die dürfen gar nicht heraus. Und das fände ich dann auch ein bisschen schade. Ich finde, es wird auch den Fans nicht wirklich gerecht. Nee, das stimmt. Also das sehe ich auch so. Ich war auch sehr, sehr froh, gestern ein eher kleinerer YouTuber zu sein, weil da kamen auch, wie viele waren wir dann, so zu viert oder zu fünft? Wir haben bestimmt eine halbe Stunde lang einfach nur Unsinn gemacht. Super genialer Vlog draus geworden. Das war einfach, hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, das kriegst du als großer YouTuber einfach nicht mehr in derselben Art und Weise. Das kannst du auf dem Video-Day echt nicht bringen. Das ist einfach nur noch Massenabfertigung, wenn man so will. Das ist halt eine Unterschrift nach der anderen, ein Foto nach dem anderen. Aber wirklich dieses Persönliche drauf eingehen, das geht einfach nicht mehr. Und da, ja. Und deswegen würde ich auch nie im Leben so groß werden wollen. Nee, ich denke, so bis 10.000, 15.000 geht es noch. Mhm. Und ab dann wird es echt langsam ein bisschen stressig. Kommt immer drauf an, ich habe gestern auch den Gesser Germanized getroffen. Der hat ja über 100.000 Abonnenten, aber der macht halt englischen Content. Deswegen wird er hier in Deutschland überhaupt nicht erkannt. Das ist ziemlich witzig. Ich bin vorhin mit dem rumgelaufen und es haben mich mehr Leute erkannt als ihn. Und das fand ich schon relativ abgespaced. Ja, das kann ich verstehen. Ansonsten, du bist weniger wegen der Show hier, denn die Show läuft gerade im Hintergrund innen drin, sondern du bist tatsächlich hier, um Leute zu treffen im Prinzip. Ich bin hier, um Leute zu treffen, weil die ganzen Leute, mit denen ich mich super verstehe, mit anderen YouTubern, die man halt eigentlich nicht so trifft, also gerade ich nicht so oft treffe, denn ich wohne in Dresden und das ist halt wirklich genau an dem Ende der Bundesrepublik, wo ansonsten kein einziger anderer YouTuber wohnt und das ist ein bisschen schade und da sieht man sich eben wirklich nur zu solchen Veranstaltungen normalerweise oder man muss utopisch weit fahren und das ist ja auch nicht immer drin. Deswegen nutze ich natürlich jede Gelegenheit, so wie ein Video Day, um mich mal wieder mit den ganzen YouTube-Homies zu treffen und das feiere ich total. Aber ich habe dich schon mehrfach besucht. Das ist richtig, du kommst immer mal vorbei und das ist auch schön so. Ab und zu mal vorbei, das ist immer super, ja. Und natürlich die obligatorische Frage, die ich bei dir unbedingt stellen muss, wer ist eigentlich dein Lieblings-YouTuber? Ja, es freut mich sehr, dass die Frage kommt, denn ich möchte an dieser Stelle unbedingt erwähnen, dass der allerbeste YouTuber der Welt Vogelflug ist. Nicht etwa Vogelflug, ich weiß, das lässt sich relativ leicht verwechseln, aber Vogelflug ist nur ein billiger Fake von dem großen Vogelflug und den kann ich jedem sehr empfehlen. Solltet ihr unbedingt mal anschauen, mit 4 PF. Alles klar, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann schaut unbedingt mal in den Kanal Vogelflug rein. Ich danke dir recht herzlich für dieses Interview und wünsche dir noch viel Spaß auf den Video Days. Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.